Ich bin in letzter Zeit immer wieder über eine Schlagzeile gestolpert, die mir so hart auf den Sack ging, dass ich einfach ein Video dazu machen muss. Es handelt sich dabei um diese hier, Tod durch Cannabis. Es ist eine so große Schande für unsere Medien, dass auch nur eine einzige Zeitung so einen Unsinn berichtet. Noch kein einziges Mal in der Geschichte der Menschheit wurde THC als eine Todesursache bewiesen. Und dann wollen die mir erzählen, dass zwei Männer in der gleichen Stadt am gleichen Tag an Cannabis sterben. Das ist ja so, als würden zwei Menschen in der gleichen Stadt am gleichen Tag im Lotto gewinnen. Und selbst das ist in der Geschichte der Menschheit noch nie passiert. Ich meine, es gab schon mal Leute, die im Lotto gewonnen haben, aber dass ein Tod durch Cannabis bewiesen wurde, gab es noch nie, noch nie. Und wie dann auch manchmal geschrieben wird, das könnte die Debatte um die Legalisierung von Cannabis in eine ganz andere Richtung leiten. In Deutschland gibt es jährlich zwischen 1000 und 5000 Tote durch Aspirin. Aber haltet euch ja von Cannabis fern, das sollte auf jeden Fall verboten bleiben, es ist so gefährlich. Die DEA wollte mal herausfinden, ab wann Marihuana tödlich ist und haben Tiere mit THC und Marihuana vollgestopft. Und sie konnten es nicht schaffen, ein Tier mit Marihuana zu töten. Es könnte theoretisch jeden treffen. Tun sie so, als würde es endleicht passieren können. Es kann nicht passieren. Und wie dann immer von Bewiesen gesprochen wird. Die haben halt nicht gewusst, wie er gestorben ist, sondern so, ah ja, THC war im Blut, dann muss das wohl die Todesursache gewesen sein. Wo ist das bitte ein Beweis? Ich glaube, die Typen haben beide vorher auch einen Salat gegessen. Hiermit ist wohl eindeutig bewiesen, dass Salat töten kann. Auch sehr interessant sind dann auch immer die Zeichnungen, die bei solchen Artikeln dann immer mit dazu veröffentlicht werden. So wirkt Marihuana auf den Körper. Das Lustige daran ist, dass alles, was bei Herz, Lunge und Fortpflanzung beschrieben wird, sind alles Nebenwirkungen von Tabak und nicht von Marihuana. Beziehungsweise das sind alles nur Nebenwirkungen, die entstehen, weil man es raucht. Ich meine, man könnte auch Papier rauchen und dann so sagen, hey, Papier ist entschädlich. Der Deutsche Hanfverband gewinnt 1 Million Euro und auf einmal kommt man zu solchen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Vielleicht schaue ich in letzter Zeit zu viel House of Cards, aber das kommt mir schon sehr verdächtig vor. Die meisten Leute rauchen ihre Joints ja mit Nikotin. Und Nikotin ist sehr gut darin, Herzinfarkte zu verursachen. Das ist jetzt nur Spekulation, aber vielleicht hatten die beide den gleichen Dealer, der ihnen irgendwas Gefährliches reingepanscht hat, was man dann nachher im Blut nicht nachweisen konnte. Aber warum wird Cannabis so oft gepanscht? Weil es verboten ist. Es ist jetzt nicht sicher, dass die zwei Leute durch gepanschtes Zeug gestorben sind. Es ist auf jeden Fall sicher, dass sehr viele Leute dadurch sterben, dass ihnen irgendwer was in ihre Drogen reinmischt. Das heißt quasi, dass alle Menschen, die für das Verbot sind, finden, dass es wichtiger ist, das Verbot beizubehalten, anstatt Menschenleben zu retten. Nochmal zum Mitschreiben. Das heißt, die wollen eher tote Menschen, als Menschen, die ein bisschen bekifft sind. Wo macht das Sinn? Und es wird sicherlich wieder in den Kommentaren kommentiert, wie gefährlich die Droge ist. Oh, ich kenne jemanden, der hat die genommen und dann wurde sein Leben ruiniert. Du kennst jemanden, der das genommen hat? Das zeigt doch nur, dass das Verbot nicht funktioniert. Es soll nicht immer darum gehen, wie gefährlich eine Droge ist. Es geht darum, dass Leute, die nur sich selbst Schaden zufügen, dann noch mehr Schaden bekommen, dadurch, dass der Staat sie dafür bestraft. Die schlimmste Nebenwirkung von jeder Droge ist die Strafverfolgung. Es macht doch keinen Sinn, dass die Bestrafung für eine Droge schlimmer ist als wie die Droge selbst. Leute, wacht endlich auf und legalisiert das Zeug endlich. Ey, aber wenn das erlaubt wäre, würden das viel mehr Leute nehmen. Warum spritzen sich nicht mehr Leute Heroin? Weil es verboten ist? Nein, weil es einfach saudumm ist und jeder weiß, dass man es nicht nehmen soll. Die Legalisierung von einer Droge ändert nichts am Konsumverhalten. Das sieht man zum Beispiel auch perfekt an Holland, wo der Cannabiskonsum so niedrig ist wie in fast keinem anderen Land in Europa. Ich weiß, das bringen alle Legalize-Typen ständig als Argument, aber es ist halt einfach so. Und auch wenn nach einer Legalisierung von Cannabis der Konsum nach oben steigen würde, wäre das immer noch eine gute Sache, wenn der Konsum von den anderen Drogen dadurch niedriger werden würde. Bei mir zum Beispiel besonders. Ich trinke ab und zu mal gerne einen, aber für mich ist Alkohol, da ich eine sogenannte Refluxkrankheit habe, viel schädlicher als für andere Menschen, weil meine Klappe hier nicht richtig schließt und dann immer ein bisschen was von der Magensäure nach oben spritzt, besonders wenn ich Alkohol trinke. Und das ist einfach verdammt schädlich für mich. Und trotzdem muss ich es trinken, weil ich zu faul bin, um mir Cannabis zu besorgen. Vielleicht wäre ich doch nicht so fucking hyperaktiv und wütend, wie ich jetzt bin. Verbreitet dieses Video oder zumindest einen von den Links, die ich in der Beschreibung gepostet habe, damit die Leute aufhören, so einen Unsinn zu glauben.